Wir waren überlegen, weiten Strecken. Ballbesitz hatten wir gefühlt 90%. Und erste Halbzeit müssen wir 3-4-0 führen, also ohne Probleme, aber wir haben die besten Chancen. Also die wird man nachher auch, glaube ich, auch sehr gut sehen können. Und durch zwei dumme Fehler von uns, einmal eine Ecke, die wir schlecht ausführen, da ein Konter besteht und einmal Befreiungsschlag oder Freistoß war das. Also ich bin stolz. Also wie soll man, mehr kann ich nicht sagen, ich bin happy. Also über die Leistung, also alle Achtung. Bitter. Also das Spiel 1-1 im Endeffekt ist auf jeden Fall verdient, ja, weil Harburg in der ersten Halbzeit ganz klar die Chance gehabt hat, in Führung zu gehen. Und wir hatten da einen Torschuss zu datieren bis dahin. Und vom Spielverlauf her hätte man gewinnen müssen. Ja, das Spiel hat ja immer zwei Halbzeiten, das ist jetzt eine Phrase. Ja, aber in der zweiten Halbzeit waren wir ganz klar besser und ja, wir machen wie immer leider, wie so oft, unsere Torchancen nutzen wir nicht aus. Und das ist bitter und tut langsam wirklich weh. Ich als Neuling, der noch nie HTB über im Süden da über 50 Jahre war, keine Mannschaft Regionalliga gespielt hoch und wir fühlen uns ganz gut. Also ich meinte, ich habe ja schon letztes Mal gesagt, beim ersten Spiel da gegen HSV, einige werden Probleme mit uns haben und wir kommen langsam. Ich denke mal, das ist zu viel Einfluss von draußen, dass die Jungs einfach zu viel Druck bekommen von überall, den ich den unter der Woche nehme und die ein Training abliefern, wo ich denke, die Liga gehört uns und die rocken wir, aber ja, am Ende des Tages sieht man, was dann rauskommt und ist nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Und deswegen mit 2 Punkten aus 4 Spielen ist das ganz klar unter unseren Erwartungen. Unser Ziel ist ganz eindeutig Klassenhalt und Spaß haben. Also mit der Mannschaft kannst du nur Spaß haben und das hast du jedes Mal. Und Klassenhalt mit Niendorf und wir und alle anderen, das ist gar kein Problem. Also sehe ich nicht, dass wir da unten mitspielen. Also ich meine, die Abwehr sagt es auch aus, 3-4 Tore, also 4 Punkte, also besser geht es eigentlich gar nicht.